Ja, der letzte Bauabschnitt, Bauabschnitt 9. Wir bauen eine Grafikkarte und zwei RAM-Riegel. Das erste, was wir machen, ist das Auseinanderbauen. Also hier waren Teile schon aneinander gebaut auf einem 1x6, auf einem 1x6-Plate. Und die macht man auseinander. Die waren halt zusammen, weil sie zusammen bedruckt wurden. Die baut man dann auseinander. Hier ist es in dem Fall nicht so. Das steht zwar hier, aber in dem Fall war es nicht so. Die waren einzeln drin. Ich habe jetzt auch hier nicht, wie hier es steht. Ja doch. Hier steht es als weiß. Die ist ja auch hier weiß. Aber ich habe eine silberne übrig. Das ist eine silberne 1x4. Und hier können wir uns auch mal die Teile angucken. Die silbernen Teile, die sind hervorragend, muss ich sagen. Und die kommen jetzt in dem Bauabschnitt auch sehr, sehr viele mit rein. So, dann baut man das hier so ein bisschen zusammen. Dann haben wir sogar ein goldenes Teil. Wunderschön. Bauen wir hier die Sachen weiter aufeinander. Dann kommt hier die ganzen Fliesen drauf. Und da soll jetzt der einzige, nee, das ist dann der zweite Aufkleber, den anderen, das war hier vorne dieses Frontlogo. Hier soll jetzt ein Aufkleber drauf. Mit den Lüftern. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie das nicht bedruckt haben. Verstehe ich auch nicht so ganz. Weil wir werden gleich sehen, auf der anderen Seite ist es komplett bedruckt. Und alles, was wir hier sehen, diese ganzen Teile, das sind alles Silberteile. Wirklich in bester Qualität. Kann ich nicht anders sagen. So, und hier sehen wir jetzt die andere Seite. Und das sind alles bedruckte Steine. Warum man das auf der anderen Seite nicht gemacht hat, ich verstehe es nicht. Hier oben ist auch noch mal ein Teil in zwei Farben. Oben ein roter Strich drauf und unten eine Beschriftung. Und dann ist das Ganze fertig. Und sieht dann so aus. Tja, man sieht Druck, hervorragend Qualität. Auch wirklich passend die Steine übereinander. Durchgehender Druck. Perfekt. Hier unten so ein bisschen goldenen Anschluss nachgebaut. Der Seite weiß ich nicht, warum sie das hier so gebaut haben. Keine Ahnung. Hier hinten steht noch die Firma drauf. Und hier steht ja auch, wenn man es richtig gesehen hat, GeForce GT, nee, RTX. Wunderschön gemacht. Wir holen uns mal das Mainboard dazu. Ja, die Karte. Hier hinten ist ja so ein Loch. Das kommt dann hier auf diesen Stöpsel. Festigkeit ist scheinbar nicht das Steckenpferd des Ganzen. Ah ja, jetzt muss man bloß ein bisschen reindrücken. So. Und dann sieht das hier so aus. Hier natürlich ein bisschen schade, dass mir keine Anschlüsse abgebildet hat. Da hätte man doch auch nochmal einen Druck mit irgendwelchen HDMI-Anschlüssen drauf machen können. Ja. Schade. Aber so, ich meine, so sitzt es jetzt sowieso im Gehäuse. Das heißt, die Unterseite sieht man jetzt nicht so, deswegen werde ich auch wahrscheinlich den Aufkleber nicht dran machen. Upsala, mal kurz einen Schluck Tee. So,
Und das Letzte, was wir gebaut haben, sind die RAM-Speicher. Die RAM-Riegel. Ja, relativ simpel. Mit goldenen Gittern als Zeichen für den Anschluss. Hier ein bisschen bunt gemacht. Ja, heutzutage ist ja alles RGB beleuchtet. Auch hier der durchgehende Druck. Hervorragend. Das Teil ist so halb bedruckt. Ja, sogar die Farbe passt von dem Druck zu dem Originalblau rechts. Das ist ja ein gefärbtes Teil. Sogar die Farbe ist die gleiche. Also, das ist hervorragend gemacht. So, und das kommt jetzt hier rein. Ich glaube, hier hinten stimmt was nicht. Muss ich dann noch mal gucken. Ja, gucke ich gleich noch mal nach. So, dann machen wir mal die Grafikkarte noch ran. Und da ist das Mainboard fertig. No. Sehr, sehr schöne Idee, sehr schön umgesetzt. Bis auf eben das jetzt hier. Ein Kühler fehlt. Das hätte ich noch gern gehabt. Gut. Dann bauen wir das gleich zusammen. Und ich gucke noch mal, warum das hier nicht so ganz passt. Und dann baue ich das ein und dann melde ich mich noch mal. Nun, bis dann.